Damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Vorgetechnik. Nicht wundern, ihr seht ja gerade, das ist das dritte letzte Bild vom Megaprog hier aus der Reihe. Ja, nicht wundern, dass es jetzt direkt die Timelapse ist. Ich habe leider ein bisschen verkackt, weil ich diesmal wieder mit Fraps aufgenommen habe, weil ich eine neue Festplatte habe. Deswegen habe ich da jetzt ein bisschen mehr Speicher und Fraps frisst ja immer sehr viel, weil es nicht kodiert. Dummerweise habe ich dann nicht die Audiospur mit aufgenommen am Anfang, deswegen habt ihr das jetzt nicht mehr gesehen. Nur noch kurze Erklärung, ich habe ein bisschen was gebaut. Was ihr seht, seht ihr ja jetzt gerade. Auf jeden Fall waren Nico, Finn und später auch Marco, also Launen, hinterher dabei und haben da so ein bisschen zugeguckt und ein bisschen sinnlosen Scheiß gemacht und halt auch ein bisschen geholfen, selbstverständlich. Ja, und damit geht's jetzt direkt in den Timeless über. Ich hau aber das ganz normale Ende mit der Auflösung nochmal zum Schluss rein und dann sehen wir uns nachher wieder.
Ich werde dir jetzt was sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Und es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur, wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Du bist besser!
fertig sind wir. Das war jetzt leider eine etwas sehr kurze Folge und ich glaube, ihr habt auch gar nicht alles gesehen, weil ich irgendwann die Aufnahme beendet habe. Es wurde irgendwann ein bisschen stressig mit denen allen hier. Deswegen werde ich das nicht nochmal machen, ehrlich gesagt. Gut, wir fangen vorne an, wie immer. Der Eingangsbereich, das war am Anfang, ob ihr das gesehen habt, ich weiß gar nicht. Nee, weil ich habe ja die Audio verkackt. Das hier funktioniert alles einwandfrei. Hier haben wir die Hauptkarte und die Zusatzkarte, die man hier eingeben muss. Dann geht das Tor auf, aber das habe ich noch nicht verbunden, weil da eventuell noch ein kleiner Mechanismus dazugehört. Dann hier die beiden Eindringungsalarme. Hier sind Werfer und hier oben wird Lava rauskommen und hier unten kommt Wasser raus. Also, das Ganze hier zu einem festen Block wird, ich weiß nicht, es wird leider nicht zu Obsidian, weil dann bräuchte man nicht fließende Lava. Das geht jetzt leider nicht, aber das ist trotzdem ganz okay. Das heißt, wenn man hier gerade am Laufen ist, oder hier sogar, wird hier Wasser rauskommen und hier Lava. Und dann steckt man hier im Block fest und überall ist Lava, das heißt, man kriegt schon echt Damage. Diese beiden Tore gehen auch extra zu, die bleiben dann zu. Das Ganze kann ich auch einmal hier oben zeigen. Das hier, also das ist ganz primitiv, macht jetzt nicht wundern, dass ihr jetzt hier irgendwie eine mega Monster-Technik seht. Was ist das? Achso, nein, alles gut, okay. Hiermit machen wir erstmal ganz viel Scheiße, weil irgendwas aktiviert wurde. Egal, das werden wir uns nachher nochmal anschauen. Egal, ich fix das ja sowieso noch alles. So, das ist hier zu. Und wird jetzt der Eindringungsalarm da aktiviert, dann geht dieser Block aus. Das heißt, dieses Tor hier geht auch. Und gleichzeitig werden hier halt die Blöcke gesetzt, also die Lava-Blöcke. In dieser Zeit, während das passiert ist, also es ist jetzt sehr viel mit so einer, ja, ihr wisst schon, so Notfalltechnik und so, dann wird diese, ja, da wollte ich mal eben ausprobieren, das kann ich mich noch erinnern, wollte ich diesen Counter hier sozusagen aktivieren, oder diesen Alarm, der hört sich dann so an. Ja, ziemlich nervtötend. Und nach einer gewissen Zeit sind hier keine Items mehr drin und dann wird ein Redstone-Signal ausgegeben. Ich denke, das mache ich so nach 20 oder 10 Items. Und dann öffnet sich hier unten nämlich ein verdecktes Shot. Das hattet ihr in der letzten Folge, glaube ich, gesehen oder keine Ahnung wo. Ich hatte das ein bisschen anders gemacht. Da war das Ganze hier ein verdecktes Shot, aber das war ein bisschen zu groß und irgendwie auch ein bisschen unnötig. Und zwar sieht das dann so aus. Tada! Dann fällt man hier rein und sobald dieser Counter da abgelaufen ist, schließt sich das wieder. Also wäre das Moment dieser Zustand? Nein, dieser Zustand. So, man sieht von oben nichts. Hat man es doch gesehen, weil es gerade zugegangen ist, ne? Und buddelt sich dann durch. Wird hier Lava gesetzt, hier in den beiden, in den vier. So. Und gleichzeitig geht dieses Shot hier zu, was man nicht wieder resetten kann. Das heißt, er braucht nicht irgendwie eine Redstone-Leitung kappen und dann funktioniert das wieder, sondern es schiebt die Blöcke rein und da bleiben sie. Und das gleiche kommt hier unten, glaube ich, nochmal, aber von der anderen Seite. Und also ein bisschen coole Animation, auch vielleicht, wenn man von unten hier hochschaut, aber wenn man öffnet, schließen sich so die ganzen Shots. Mal sehen. Gut. Dann können wir hier zwischen ja nochmal Lava bauen, mal sehen. Ich glaube aber nicht, dass jemand so weit kommt und selbst, dann wäre es schon echt krass. Und hier unten ist dann der Hochsicherheitsraum, also da gibt es dann eigentlich nur einen Ausgang und irgendwie Worge selbst zerstören oder so. Und was ich mir auch noch gedacht habe, da müsst ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben, ob das okay ist. Hier oben würde ich ein paar TNT-Ladungen platzieren. Es ist sowieso unlogisch, dass die getroffen werden. Ey, ernsthaft, Leute. Das sind mehr als 200 Blöcke bis zum ersten Block des Wargames. Also wenn hier eine TNT-Ladung explodiert, das Wargame eh vergessen. Deswegen würde ich hier zwei, drei TNT-Ladungen explodieren und sobald sobald hier irgendwie nochmal Druckplatten oder so aktiviert werden und der Eindringling im Endeffekt hier rüber geht, werden die gezündet und
dann war es das. Oder nach einer gewissen Zeit, wenn das hier wieder geschlossen ist und so, wird hier ein bisschen was gezündet, dann ist dieser Raum nicht mehr da. Und ja, das fände ich eigentlich ziemlich cool. Müsst ihr mal sagen, was ihr davon haltet. Ja, hier wäre noch das zum Schließen. Das ist ja nur einmal machbar. Ansonsten habt ihr bestimmt noch ein bisschen was gesehen, weil ich schon mal gerade. Genau, ich kann mal die Funktionen durchgehen. Licht hoch, Sicherheitstrakt an aus. Ganz easy. Sogar eine winzige Animation. Haupttorzustand ändern, da kommen wir gleich zu. Hauptkarte aktiviert. Das ist einfach eine Info, dass die Hauptkarte aktiviert ist. Jo, und da ist mir netterweise mal meine Fraps-Aufnahme abgeschmiert, weil ich nehme jetzt wieder mit Fraps auf, weil das sieht meiner Meinung nach schöner aus. Und das wollen wir natürlich. Es macht zwar riesigen große Daten, aber ich habe jetzt noch eine Festplatte. Egal, wollen wir weitermachen. Einer der vier wichtigsten Schadensensoren beschädigt, das hatte ich ja schon mal angesprochen. Ich gehe jetzt alles einmal durch. Nochmal für alle, die das letzte Video nicht gesehen haben. Das war hier unten, da dieser Pisten hier aktiviert wird, das haben wir als wichtigste vier Schadensensoren definiert. Gut, das blinkt auch und ja. Alarm deaktivieren, eindringlichen Kern. Das ist, wenn man sozusagen den hier am hinterm Haupttor, ihr wisst, was ich meine, den Kernalarm halt, kann man hier deaktivieren, weil der echt relativ ätzend ist. Schwerer Schaden vor Hochsicherheitstrakt. Das ist genau dieser Sensor hier unter mir. Dieses Ding da. Da wird man also rechtzeitig informiert. Und nochmal Eindringling im allgemeinen Bereich. Das ist jetzt nicht so wichtig, haben wir aber trotzdem, glaube ich, einen Knopf dran gemacht. Ja. Und Haupttor offen. Hauptkartowisiert auch noch. Ich kann euch mal zeigen, wie lange das allgemein so dauert. Haupttorzustand ändern. Ist das überhaupt schon verkabelt? Idiot. Ja, das ist schon alles klar. Ich kann euch mal zeigen, wie lange das dauert, um das Haupttor zu öffnen. Jetzt ist das Haupttor offen und jetzt können wir es auch wieder schließen. So, und um es euch einmal auch zu beweisen, dass das Haupttor jetzt wirklich offen ist, gehe ich einfach mal hin und schaue es sehr standardmäßig zu. Also sollte es jetzt auf sein. So, Brücke, danke. So. Und jetzt ist es auf. Oh, es war nur Lichtplatz, okay. Ja, also keine große Hexerei, aber man sieht, wie lange das dauert. Und man kann jetzt nämlich auch, das hatte ich nämlich extra eingebaut, das war mir relativ wichtig. Vorher war es so, dass überall ein T-Flip-Flop verbaut war und dass im Endeffekt das Haupttor auf dieses Ansignal, was durch diesen T-Flip-Flop reagiert hat, dass das auf ein Ansignal aufging und durch ein Aussignal zuging. Das heißt, man bräuchte rein theoretisch einen zentralen T-Flip-Flop, den wir jetzt hier haben, der das öffnet und schließt. Und wenn man den aktiviert, wird es halt geöffnet. Und wenn man den deaktiviert, wird es, wenn man ihn nochmal aktiviert, wird es geschlossen. Deswegen heißt das jetzt nicht mehr Haupttor öffnen, schrecklich schließen, sondern Haupttorzustand ändern. Vorher war es nämlich so, dass überall ein T-Flip-Flop verbaut war. Und wenn man dann halt den einen T-Flip-Flop wie den in der Brücke, den hier, nicht resettet hat, dann gab es große Probleme. Jetzt kann man aber auch von jeder Position, wo man das Haupttor irgendwie regeln kann, kann man es öffnen und schließen. Heißt, wenn ich jetzt hier auf Reset drücke, geht es zu. Genau. Und das Reset-System habe ich auch nochmal irgendwie ein bisschen verfeinert. Gut, gehen wir mal nach oben. Sorry, dass ich ein bisschen in die Länge ziehe. Das Video war an sich sehr kurz, soweit ich weiß. Ich habe nur wenig aufgenommen. Gut, das haben wir hier. Haben wir einmal eine riesige Glock. Also nee, eigentlich sind das drei Glocks. Das hier wäre einmal eine Glock für diese Lampe. Dann hätten wir hier eine Glock für die für die Eindringling im was ist das? Eindringling Kern, genau. Die kann man auch direkt resetten, direkt deaktivieren. Könnte man bei den anderen, glaube ich, auch noch machen. Nee, es wäre jetzt hier ein bisschen tricky. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht so einfach wie hier.
Dann haben wir hier noch hier oben eine Glock und die macht diese Lampe hier. Genau. Und hier haben wir noch eine Glock und jetzt haben wir gerade mein Handy vibriert. Sorry. gut. Ich glaube, das war's auch schon. Ich kann einmal noch mal zeigen, dass man die Hauptkarte von hier aus wirklich resetten kann. Hauptkarte. Reset. Fantastisch. Und wenn ich die jetzt nochmal drücke, passiert leider nichts. Hoffe ich doch. Übrigens noch, wo ich das abgreife. Hier unten, direkt aus dem... hinter den ganzen Sachen, die die T-Flip-Flops auf der rechten Seite der Brücke aktivieren. Also diese hier werden ja durch Pistons aktiviert und wenn da ein Signal drauf ist, dann wird halt die Hauptkarte... gilt halt die Hauptkarte als aktiviert. Habe ich jetzt mal so definiert. Ja, so. Öffne die Karte mal wieder rein. Und öffnet sich hier auch wieder rein. Und ich glaube, das war's. Ja, ich glaube, das war's. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr jetzt noch haben wollt. Wie gesagt, ich wollte halt diesen mega Hochsicherheitsraum irgendwie nochmal ein bisschen gestalten und dann halt einen Ausgang zum aus dem Borg, ja logisch. Und ich würde sagen, dann war's das und wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Ciao.